Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Octopath Traveler. Ganz genau, wir sind jetzt im Geisterwald, hatten letzte Folge wieder so einige Probleme mit ein paar Mobs. Aber nichts, was wir nicht lösen könnten. Soll ich mich mal ein bisschen weiter umschauen? Was denkst du, oder? Ich denke aber schon, ja klar. Gucken. Irgendwo ist bestimmt noch irgendwas wie eine Kiste oder so versteckt. Oh Gott, nein, das sind wieder die Blindbäume. Ich mag sie nicht. Also noch neue Gegner da, was seid ihr denn? Watschelunkraut. Alles klar. Watschelunkraut, habt ihr eine Schwäche gegen Bögen? Nein. Anni, selbst mit einem Doppelschuss werden sie keine neue Schwäche haben. Ganz ehrlich, das ist Hanids Kapitel 2. Warum sollte hier irgendetwas eine Schwäche gegen einen Bogen haben? Das ist ja lächerlich. Stacheln wir die Jungs erstmal wieder auf. Ah, verdammt. Nein, Leute. Aber ein Booster Maul auf das. Das kann ich machen. Nicht eine geboosterte, verwirrende Anmut. Das mache ich erst, wenn sie volle Boostpunkte erreicht hat. Okay. Ich will die maximalen Effekte überall. Den maximalen Debuff gegen uns. Erstmal der normale Angriff mit der Axt. Okay. Äxte sind die Spitze. Damit kann ich. Wir hatten eigentlich dann nie irgendwie so eine Beste, die einen AOE-Axt-Move hat, wa? Das stimmt. Das wäre halt echt mal nice und hilfreich. Äxte waren bis jetzt doch sehr häufig vertreten, muss man sagen. Aber wie sieht's denn gegen Lanzen aus? Nee. Ich meine doch Lizentalhieb. Haben wir nicht eingesetzt. Schwertschwäche. Yes! Oh, nice. Nein. Was geht wieder los? Siehst du, genau deswegen sollst du gerade gegen solche Mobs in der ersten Runde boosten. Weil du sonst nicht mehr hinkriegst, weil Augenblick einfach wieder fucking gesilenced wird. Aber wir können ihn jetzt eben rehabilitieren. Ja, die Frage ist wohl. Ich weiß nicht, ob die Pflanzen halt auch silenzen können, weil die sind gleich wieder dran. Man kann es ja versuchen. Vielleicht klappt es vielleicht nicht. Na, obwohl er ist ja jetzt erstmal geschützt für zwei Runden. Das ist ja auch ganz gut. Seine Resistenz ist gesteigert. Das heißt nicht, dass er komplett immun dagegen ist. So. Super Boost. Für 9 Runden. Hatte ich schon mit normalen Dolchen gegen euch angegriffen? Nee. Aber Schwäche ist auf jeden Fall nicht da. Mal heilen. Und mit Tamid geht's jetzt mit der Axt. Und ein Bobschlag. Und nochmal. Das ist mein Kapitel. Ich bin die Augenbrille. Noch greifen sie ganz normal an. Dich brechen wir mal. Ach, obwohl. Wenn wir schon dabei sind. Mal gucken, was passiert. Wenn. Alter, das ist nicht gut, ne? Oh, was? Keine Heal. Bla, ist jetzt geblendet. Bla, ist geblendet. Wurde auf den Namen Bla. Bla. Der legendäre Ritter Bla. Ist das denn auch Sluff genug, muss ich mal fragen? Das ist bestimmt. Holberig von und zu, Bia. Kannst du. Danke. Ach, Junge. Ja, das ziehen wir aber nachher noch an. Sie kann voll geboostet werden.
Also, Leute, ihr wisst, was kommt. Totaler Boost. Verwirrender Anmut. Starker Boost. Ein Monster ist aufgetaucht. LOL! Er hat sie geheilt! Nein! Blitzschlag! Das ist eine private Achterbahn der Gefühle, Alter. Überall passiert irgendwas. Was tun wir hier? Okay. Für den Rest dieses Kapitels ist dieser Move verboten. Vorerst. Also das war jetzt ein totaler Abfuck, dass sie den Gegner komplett geheilt und uns gedamaged hat. Danke, Primrose. Und sie hat die Viecher auch noch gebufft. Ja. Das ist nicht gut. Die Buffs halt in 5 Runden. Das ist GG. Also wir merken uns. Wir haben Noobie Duty. Ja, für Fähigkeiten, für die man Glück benötigt. Ich hab... Ja, du hast Mist gebaut. Ich hab Mist gebaut. Ich hab irgendwie abgeliziert. Ich hab nicht erste eingesetzt. Ich bin total verwirrt wegen diesem scheiß verwirrenden Anmutstanz. Der Verwirrung. Wir haben mal 150 gemacht. Jetzt kommst du mit 300. Danke, Prim, nochmal. Nee, aber Prim ist auch geil. Die ist schon ganz cool irgendwie. Ich finde das lustig. Ich kann auch verstehen, dass es vielleicht einige unter euch gibt, die das nicht so geil finden, immer diese verwirrende Anmut einzusetzen. Ich sag mal, für den Spaßfaktor ist es ja. Also ich finde es halt auch relativ witzig. Aber es stimmt schon, wir sollten uns jetzt konzentrieren, mal irgendwie die Mobs hier schnell zu klären und irgendwie auch zu dem Ende des Kapitels zu kommen, weil mich interessiert ja wirklich brennend, wer der Boss ist. Ich hoffe, dass nicht Kollege vorbeikommt, das wäre schlimm. So, und Alfin, jetzt bitte erst. Ja, oder soll er ihn vielleicht rausnehmen? Wenn er es hinkriegt mit Amputation. Du meinst den Feind? Ja, hinten den, weil der ist schon rot. Na, zwei Bäumchen sind noch dran und werden wahrscheinlich auf Albert gehen. Ja, wir können, er sollte es aber, denke ich mal, ich wollte es gerade sagen. Und man könnte, selbst wenn, wir können ihn auch wieder beleben. Das sollte nicht das Ding sein. Jetzt ist es auch erstmal dran. Prim würde dann Olberic heilen. Jo. So denke ich mal. Ist noch alles im Loot. Doppelschlag, danke. So, jetzt irgendwann ist auch. Obwohl sie braucht Olberic nicht zu heilen. Der andere Baum ist nur einmal dran, das sollte Olberic überleben. Die haben irgendwas mit 300 Damage gemacht, der hat noch 452 Life. Stimmt. Dann nehmen wir mal dich. Keine verwirrende Anmut mehr. Nicht heute. Stück für Stück nehmen wir den mal nieder. Viel ist ja auch gleich dran. Jo. Ich glaube, eine Nachtode wäre besser. Ich würde eigentlich eher einen Defensivtanz, also Maulwurftanz, nochmal auf Alberic. Kannst du auch machen. Gleich nochmal mit dem Aufstacheln weiterarbeiten kann. Da soll es aber mischen, weil der normale Heal wird hier nicht ausreichen. Husten kann ich ihn auch nicht. Ach, na gut. Hi, Hamid. Guten Ruf. Räum's. So, Taunt halt noch für 3 Runden. Mit Kriegerfähigkeiten noch gegen da draußen. Noch die starke Mauer, würde ich sagen. Mm, jo. Finischer Schutz. Ja, ich würde mischen. Vorbild.
Der Tank, der soll ja auch irgendwie den soll es auch gut nehmen, weil diese Bäume packen halt richtig ab. Die sind ordentlich tanky und werden so noch gut. Ja. Also auf jeden Fall, die dürfen das auch. Ich meine, wir dürfen das auf keinen Fall. Weißt du, was ich glaube, was Primrose darstellt? Hm? Die ist in Wahrheit, ist sie so von den Asians einprogrammiert worden, um sozusagen so einen natürlichen Hard-Mode mit dabei zu haben. Also, da steht so ein Move, wenn sie das einsetzt, kann was ganz Tolles passieren, aber bei uns passiert einfach immer nur was ganz Beschissenes. Das ist halt. Richtig. Ich find's lustig. Ja, das の出番だ。どう動く?せい。やっぱ。ノックだ。いつ。行くわ。かかってこい。や。 かかってきな。 かかってこい。
守りを固める。どう動く？上がってきな。 Doppelschlag! Das ist passiert. Alter Vater! Die Jungs. Echt ist böse, Alter. Mhm. Aber wir könnten mal gucken, ob wir den vielleicht fangen können dann. Ich schätze mal, das wird einen sehr geringen Prozentanzahl sein. Also einer von denen ist gebrochen. Okay, seine Stärkungswaffe hätten noch eine Runde. Algorithmus gleich wieder belebt werden. Danke. Die Fähigkeiten. Leben. Steh auf, wenn du ein Krieger bist. Prim ist eingeschläfert. Nicht so gut. Also ja, Prim hat Mist gebaut, aber das ist nicht vielleicht anstrengend. Du legst dich jetzt auch mal nach Runde schlafen. Gut, Doppelschlag. Alright, muss gleich, wenn er dran ist. Okay, das Aufstacheln, jo. Das ist, denke ich mal, das Beste. Er muss auf jeden Fall die Agro bei sich behalten. Besonders auch gegen dem Elch. Ja. Wie weit ist er eigentlich von der Health runter? Er ist jetzt im grünen Bereich. Wenn ihn fangen... Ist das gelb, du grüne Bereich, du? Ja, für mich ist das grün. Das ist doch nicht grün. Also für mich ist das so ein Olivgrün. Das ist Essiggelb. Es ist eine Farbe, so. Mächtige Auswahl. Alter, also dafür, dass er nur Stufe 5 ist, haut der ganz schön rein, Alter. Mhm. Ich weiß nicht, so von seinen Stats her ist er jetzt nicht. Ich würde ihn weiter bearbeiten, dann kann man gucken, ob er die fängt oder nicht, aber.
Heute ist es noch keine Priorität. Trump schläft noch. Sollte Olbi heilen. Und diesmal sollte eine erste Hilfe. Vollboost, ja. Sollte ausreichen für Olbrick. Ja, schon fast voll weit. So, er kann jetzt weiter mit dem Panzerarm nochmal angreifen. Da hättest du sogar theoretisch mit dem Wutanfall oder Speergedöns da angreifen können. Stimmt. Okay, ich will, also solange er den Buff hat, möchte ich ihn eigentlich brechen. Mhm. Deswegen werde ich mich jetzt erstmal auf ihn konzentrieren. Ja, du hättest wieder mit diesem Sperranfall angreifen können, in der Hoffnung, dass viele auf ihn gehen und ihn halt instant brichst. Bei Albrecht ist jetzt eine ganze Weile lang nicht dran. Na, scheiße. Aber das Problem kennt man ja bei mir. Die Finger sind schneller als das Gehirn. Also ich will zumindest heute noch in den nächsten Abschnitt kommen. Wir sind halt schon wieder bei 21 Minuten. Also wir haben gerade drüber gesprochen, wenn wir heute nicht 12 Folgen aufnehmen wollen. Wir haben ja auch die letzten Male schon öfter mal überzogen, dass wir vielleicht auch mal ein paar Folgen nicht ganz so lange machen, aber momentan ist das einfach nicht drin. Das ist halt... Weil wir kommen halt nicht voran wegen den Mobs hier. Jo. Und wir wollen jetzt auch keine 20 Folgen dafür brauchen, Kapitel 2 von Hanit abzuschließen. Na, richtig. Alter Vater. Oh Gott, die sind komplett raus. Das gibt's nicht. Wasser Doppelschlag. Ja, muss jetzt wieder beleben. Mhm. Die Gegner sind echt nicht gut. Okay, ich hoffe, Albrecht kommt dann gleich zum Aufstacheln oder auch zum Heilen. Greift nicht Albrecht an. Er hat's überlebt! Ganz dringend heilen. Aber diesmal brauchen wir wirklich die größere jetzt. Aber leider schläft er jetzt. Nein! Ja, aber das kann ein Fien ja. Kann er schießen. Ja. Sehr nice. Das war sehr, sehr schön. Alter Vater. Boah. Type? Okay, sorry, du musst weg. Du musst jetzt einfach nur weg. Nicht sterben. Aber richtig hardcore. Schwerer. Greift ihn nicht einmal. Das ist halt ein random Faktor, machst du aber nicht viel. Wie lang der lebt, ey. Das ist echt unglaublich. Also, soll ich vielleicht Alfin wiederbeleben? Was haben wir denn an Objekten? Haben wir irgendwie sowas, was die gesamte Party wieder reanimiert und. Olive des Lebens, okay. Ja, dann machen wir das bei Finn, weil der hat halt 2000 Lebenspunkte. Ja. Es muss halt. Es ist schade, dass wir es jetzt schon verschwenden und nicht für den Bosskampf aufheben können, aber genau das ist halt krass, dass der Scheiß immer wieder passiert. Also dieser Elch macht das Leben zur Hölle hier gerade. Das stimmt. Sobald der weg ist, sollte der Kampf nicht mehr so lange dauern. Weil ihn das mal wegzukriegen ist halt eine Kunst. So, beleben bei Olbrick. Oder den Elch erstmal brechen. Ja, okay, doch, das war nicht verkehrt. Oh, nice, das ist gemacht. Oh. Jetzt können wir anfangen, die Truhe wieder zu beleben. Okay, wo kommst du her?
Die Scheißmobs können jetzt noch Mobs spawnen. Ich werd bekloppt. Wir nehmen halt schon wieder 25 Minuten auf. Alfin schläft. Wir sind bei zwei Runden und wir haben, denke ich mal, nichts, was effektiv ist gerade gegen die Jungs. Nee. Alles, was wir machen können, ist das Watschelunkraut angreifen. Um halt mal ein bisschen weiteren Damage rauszuholen. Noch eine Runde für Alf. Das ist viel Heiting. Ja, das wusste ich. Ja. Aber das ist das erste Mal, dass wir in so einer Kacksituation sind. Also einmal wie dieser komische Dämonen-Elch-Hirsch-Type. Und jetzt spawnen die Gegner auch noch weitere Gegner. Die bleiben schlafen. Es wird verlängert. Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt sind alle am Pennen. Aber Nid scheint wieder aufgewacht zu sein. Alfin schläft noch. Na, Anid ist jetzt down. Und jetzt gehen die auch noch auf Alf. Dann muss ich heilen. Das zählt. Nee, das Mischen kann man ja nicht boosten. Hab ich ganz vergessen. Ich glaube, das gewinnen wir nicht mehr. Nee, das sieht ziemlich gut aus. Haben wir irgendein Objekt, was uns gerade aus der Scheiße dazu rausholt? Waldtrauben, anregende Pflaumen, Energie, das, okay, das ist für BP. GPFB des Verbündeten. Marmelade, die Olive des Lebens holt jemanden zurück. Das Verwirrung, Schlaf. Gift. Ah, okay, dafür waren die Steine da. Okay, Schaden zuzufügen. Süßigkeiten. Okay. Ich denke, so wird kannst uns... natürlich mal einen Feuerseelenstein einsetzen, um aber zu gucken, haben die wirklich eine Feuerschwäche? Jo, Feuerschwäche. Alle sogar. Puh. Das ist bitter. Das ist vor allen Dingen so bitter, weil wir jetzt Ewigkeit nicht mehr gespeichert haben. Das stimmt. Also das fühlt sich gerade richtig scheiße an, weil wir haben sau viel an Erfahrung verloren. Wir haben da hinten diesen Schatz verloren, den wir da geholt haben. Yep. Alles einfach. Wir haben praktisch eine ganze Folge umsonst aufgenommen. Das ist kacke, aber das ist leider auch ja, das Lebewesen von einem MMORPG, also von Square Enix. Das ist kein MMORPG. Ich meine RPG, Entschuldigung. MMORPG, what the fuck? Mit wem spielen wir denn zusammen? Nur weil du jetzt einmal Tobi im Spiel gesehen hast, Alter. Nee, es ist halt ein bisschen bescheuert. Tut mir leid, also wir müssen leider beenden. Die Folge ist bei 28 Minuten, es bringt jetzt nichts, nochmal loszurennen. Weil, könnte auch gut sein, dass wir auch erstmal grinden müssen. Ich meine, wir haben zwar die Levelanforderungen für das Kapitel haben wir zwar erfüllt, aber die Mobs mit den ganzen Debuffs und ist, das macht das Spiel schon echt schwer. Also ich würde eher glauben, wir brauchen besseres Equipment für die anderen Partymitglieder. Primrose braucht einen neuen Dagger, sie braucht wahrscheinlich auch neue Defensivkleidung. Yep. Alfin würde wahrscheinlich auch nur Axt ganz gut stehen. Mhm. Hat jetzt da gucken wir gleich mal in der nächsten Folge nach. Wir müssen auf jeden Fall unsere Vorräte an Heiltrauben und so wieder aufstocken. Yep. Weil das ist auch eng geworden. Na gut, aus Niederlagen lernt man, wie man so schön sagt. Wir müssen uns jetzt dann halt kurz dann vorbereiten. Und dann könnt ihr uns in der nächsten Folge wieder begleiten. Bis dahin.